Wir sehen, einige haben sich sogar speziell vorbereitet. Nicht nur der T-Shirt, ob das nochmal durchgeht. Wir beginnen mit Platz 9, Matthias Schweizer aus Felber mit 370 Kilogramm. Herzlichen Glückwunsch. Prost. Auf Platz 7 Manfred Ottergeld. Jawohl, mit 95,5 im heißen Saarland. Jawohl, das ist schön. Das gehört ja zu uns mittlerweile wieder. Auf Platz 6 Michael Eschle. Das hört man, wo der herkommt. Auf Platz 5 ebenfalls aus dem Saarland ein Gewichtheber, Herr Peter Schorr mit 535 Kilogramm. Auf Platz 4, da würde ich jetzt mal versuchen, die Musik auszumachen. Sind wir noch verheiratet? Weil jetzt hört der Spaß auf. Wir haben es festgestellt, dass dieser Herr. Wenn ich im Krieg bin, ne? Muss ich immer Solo sein, weißt du? Ja, ja, heute Geburtstag. So, jetzt ist sie schon raus. Und wieder Hans sagt. Kann ich schmalzen. Ja, der Krieg ist jetzt nochmal schön. Krieg ist Geburtstag. Ich fange einfach an. Ich singe ja eh so gern. Also, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Mark. Happy Birthday to you. Ja, ja. 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 Zwei Kisten. Das Lab, Erik Löfer. Das drei. Mindestens ein Steinkuchen. Oder drei. Ein Steinkuchen. Auf Platz zwei, es war eine klare Entscheidung. Stefan Oesterle von den Edel Tower Picks, jetzt Powerlifting Esslingen. Herzlichen Glückwunsch. 795 war es nicht ganz. Und auf Platz 1, ebenfalls aus dem schönen Sachsen, Jeffrey Produzweit mit 697,5 Euro. 74 relativ hoch. Schön, dass ihr mehr gefunden habt. Wir hoffen, es kommt gut rein. Bleibt mal noch, wir haben glaube ich noch ein paar Becher schön. Ja, bitte. Sonst muss ich zu Fuß laufen. So, machen wir mal ein Kuchenbild. Fürs Internet, fürs Internet. Deine Rücken ja, werden. Ja, sehen, was ja, ich alles nimmt ihr mit. Der hat diskutiert. Der hat Schuhe, war das roh. Gut, danke euch. Und wir kommen. Ja, cool. So voll der Scheißtag zum Geburtstag haben, oder? Auch der scheiß Monat zum Geburtstag haben. Das Schöne ist, er hat ja nicht schon mal wieder Geburtstag. Ah ne, Quatsch, das verschiebt sich ja mal. Wenn ihr noch einen Abschlag wollt, könnt ihr unten nochmal vorbeigehen. Bitte schwer, ich gehe mal über 100 Kilogramm, bitte aufgeben. Ich gehe nochmal Kilo. Ja, unter 120. Ach, weiß der Geier, oder alle schweren, keine Ahnung. Wirklich schweren Heber. Sonst geht er mal hoch. Ich glaube, du musst da jetzt. So, bitte die mittelschweren Heber auf die Bühne. Ah ja, mittelschwer, ich auch. Ich schummel dir, seid ihr auch keine mittelschweren. Alle, die jetzt noch super sind, die gestern Abend. Alle, da fehlt doch noch. Ah, okay. Abnehmen. Robert war vom Hof in Arm auf Platz 9. Erol Ermel aus Esslingen mit 94 Kilo war hin über Kreuzing ein bisschen schwach, ansonsten aber eine starke Leistung. Da bin ich natürlich einig. Wir haben die Dinge als Stamper bestellt und haben festgestellt, dass da bis zum 5 Liter mittlerweile reingeht. Da war etwas grob schlecht in der Topfverschiebung. Auf Platz 8 Oliver Schwarz aus. Ich hab gerechnet, Deck schon. Weißt du, Hugo? Aus Saarbrücken. Und immer Deck schon nicht ganz so. Auch von Olli Stamm. Auf Platz 9, Entschuldigung, auf Platz 7 mit glatten 600 Kilo, Roland Kurz aus Leverkusen. Leverkusen. Wir hatten noch nie einen Kraftwerk von Leverkusen. Aber sag mal, da ist doch dieser Pult wieder an seine Finger rum. Auf Platz 6, Altmeister und Kraftsport-Idol, möchte ich sagen. Und Herr Rudolf Küster aus Kassel. Steht und Junge Heber berät. Auf Platz 5
Ralf Daubner, wo kommt der her? Aus Döbel, aus Sachsen, letztjähriger deutscher Mannschaftsmeister im KDK, Anführungszeichen. Auf Platz 4, Tino Czeranowski, auch aus dem Schwabenländle. Sehr stark diesmal, die 300 waren es noch nicht, aber jetzt mal wieder. So, warte mal, ja. Dann haben wir auf Platz 3, Arthur Matukevic, oder? Besser? Wo kommst du denn hier? Aus Kassel. Auf Platz 2 mit glatten 800 Kilogramm, der Mann, der die Gallier neu erfunden hat, Christian Poppe, Oggi, war wieder da, wie immer. Drei Labern, die anderen machen mit. Auf Platz 1 ein Nachwuchsheber, auch aus Esslingen. Herr Holger Kutroff mit 960 Kilogramm. Er hätte gerne ein bisschen mehr gemacht, aber er kommt da dann nächstes Jahr wieder. Da würde ich gerne, also extra nochmal einen extra Applaus, dass wir Esslinger für jedes Jahr kommen, relativ viele Anregungen, die wir nicht essen können nachher. Ja, dann hätte er heute gerne ein Schnäppchen und er nimmt bitte noch eins mit. Und zwar für unseren leider nicht hier anwesenden Simon Wenzler, der sich in der Vorbereitung das Bein wieder weggeschossen hat. Bringe mal eins mit, da hat er einen Grund mehr zu arbeiten. Ja? Gut, dann macht ihr auch nochmal Gruppenbild. Genau. Gruppenbild. Lächeln, winken. Ja, jetzt ist der Ja, will ich doch mal hoffen, oder? Weil, also ich meine, wenn wir zu viel Zeug eingekauft haben.